Frau Kriminaldirektorin Beate Ostertag. Sie sind Sprecherin der Polizei Berlin und betreuen gerade Kundgebungen für die Solidarität mit Israel. Wo sind Sie gerade und wie sind die bisherigen Erkenntnisse vom Einsatz? Ich bin aktuell mit meinen Kolleginnen und Kollegen am Brandenburger Tor. Hier findet eine Solidaritätskundgebung für Israel statt mit aktuell ca. 2000 Teilnehmenden. Wir sind insgesamt mit 450 Kolleginnen und Kollegen im Einsatz im gesamten Stadtgebiet und schützen eben diese Versammlung wie auch jüdische und israelische Einrichtungen und sind darüber hinaus natürlich mit wachem Blick unterwegs, um gegebenenfalls Spontanversammlungen auch schnellstmöglich begegnen zu können. Gestern Abend in der 19.30 Uhr Abendschau des RBB hieß es, es war noch nicht überall was zu sehen an den jüdischen und israelischen Einrichtungen, dass überall aufgestockt wurde. Ist es denn jetzt schon überall passiert und wie viele Kräfte setzen Sie jetzt mehr ein an den jüdischen und israelischen Einrichtungen? Zu konkreten Schutzmaßnahmen äußert sich die Polizei Berlin nicht. Aber wenn man jetzt dahin ginge, würde man auch schon mehr Schutz sehen, nehme ich an. Zu konkreten Maßnahmen äußern wir uns nicht. Wir haben die Lage im Blick, wir bewerten und analysieren natürlich auch die Gefährdungssituation fortlaufend und passen unsere Maßnahmen entsprechend an. Zu konkreten Maßnahmen äußern wir uns nicht. Bereits gestern ist was passiert in Berlin als Reaktion auf die Angriffe gegen Israel. Was war gestern los, vor allem in der Sonnenallee? Wir hatten gestern Nachmittag im Bereich der Sonnenallee eine Verteilaktion von Süßigkeiten Baklava durch Anhänger des Netzwerks Samidun. Das Verteilen wurde durch unsere Kolleginnen und Kollegen untersagt. Es wurden auch die Personalien festgestellt. Wir haben die Geschehnisse vor Ort auch dokumentiert und Identitäten festgestellt. Es kam auch zu einem Übergriff auf ein Kamerateam. Auch dazu wurde eine Strafanzeige wegen des Verdachts der Nötigung eingeleitet, wie auch Strafanzeigen gefertigt wurden wegen diverser Farbschmierereien, also Sachbeschädigungen und aufgehängte Plakate, verbotene Kennzeichen, die zu sehen waren. Dazu haben wir diverse Strafanzeigen gefertigt gestern. Und wir gehen auch niedrigschwellig vor, in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft, also im Hinblick auf die Billigung von diesen schweren Straftaten, die sie aktuell in Israel passieren, leiten wir auch niedrigschwellige Strafanzeigen ein. Was ist dann gestern Abend noch auf der Sonnenallee passiert, Ecke Reuterstraße? Gestern Abend kam es dann noch zu einer Spontanversammlung im Bereich Reuterstraße Sonnenallee. Diese Versammlung wurde letzten Endes durch die Polizei aufgelöst, weil den Beschränkungen, die erteilt wurden, um die Durchführung gewährleisten zu können, nicht nachgekommen wurde. Es wurden israelfeindliche und menschenfeindliche, gewaltverherrlichen Ausrufe getätigt. Es kam zu Vermummungen und deshalb musste letzten Endes diese Versammlung aufgelöst werden und die Identitäten sämtlicher Personen, die der Aufforderung, sich dort zu entfernen, nicht nachkamen, wurden festgestellt und entsprechend auch Strafanzeigen und Ordnungswidrigkeiten wegen Verstoßes gegen das Versammlungsfreiheitsgesetz Berlin eingeleitet. Wissen Sie, wie viele Personen gestern Nachmittag beim Süßigkeitenverteilen waren und wie viele Personen gestern Abend bei der Versammlung waren in der Sonnenallee? Die Süßigkeitenverteilung, da haben wir zu zwei Personen die Personalien festgestellt, die also als Verteiler aktiv waren. Wie viele Menschen dort gestern sich bedient haben an Süßigkeiten, vor Ort aufgehalten haben, dazu liegt uns keine Zahl vor. Es gab im Bereich natürlich die ganz normale Fluktuation von Menschen. Das war eine bewegte Szenerie, insofern auch keine Versammlung oder Veranstaltung, wo wir Teilnehmerzahlen erleben. Und gestern Abend bei der Versammlung, Reuterstraße, Sonnenallee? Bei der Spontanversammlung haben wir zu 40 Personen preisbeschränkende Maßnahmen durchgeführt und auch Identitätsfeststellung. Das sind also die Personen, die der Aufforderung, sich zu entfernen, nachdem die Versammlung aufgelöst war, nicht nachgekommen sind. 40 Feststellungen gestern Abend? Genau. Und wie viele Verteiler haben Sie die Zahl im Kopf bei der Süßigkeitenaktion? Mir liegt aktuell eine Information vor, dass zwei Personen beim Verteilen festgestellt wurden. Ist denn sonst noch Wichtiges geschehen gestern oder heute, Frau Ostertag? Es
kam heute Nacht gegen 1 Uhr im Bereich der Heideck-Siedlung unter der Fußgängerüberführung zu einem Steinwurf auf ein Polizeifahrzeug. Es sind insgesamt 2 Steine, Pflastersteine, die knapp 2,5 Kilo gewogen haben, auf der Frontscheibe eingeschlagen. Dabei wurde ein Kollege durch Schnitte verletzt und die Ermittlungen wurden wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Ich bedanke mich für die Auskünfte, Frau Ostertag.